Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Intruders. Oh, guck mal, können wir hier noch Puzzleteile sammeln? Schade. Ansonsten, ja, wir wollen das jetzt ja auch mal schließlich nutzen, wenn man hier schon die ganzen Schubladen aufmachen kann. War da gerade was? Nein. Hier? Ich weiß, ich bin immer so lootgeil. So, die Karte war aber. Nee, hier ist nur eine Kamera. This will be my last entry in this video diary. 7 years have passed since Irene was diagnosed with localized encephalic leukodystrophy, the same disease that killed my father. I thought it was asthma. They said she wouldn't live more than 10 years. We didn't say anything to her. Her or anyone else. I prepared the medication myself and would tell her I was going to the pharmacy to get it so she didn't suspect anything. With the help of Chrysalis, I did some research and was able to discover a cure. When they saw how much it would cost, they turned me down. My daughter's life just couldn't turn a profit. I didn't give up. I bought this house and then built a laboratory as well as a special room for the tests. I've done things that were terrible, but necessary. Jane doesn't know what I've had to do, and it's better that way. Sag nur Dennis. I've just got the results of the latest tests. The cure works. I'm going home. In a few hours, the construction work begins. I'll come back with my family on the weekend. Jane will take both the kids on a trip, while I come to collect the last remnants of my experiments. Until then, everything here will stay hidden and safe. Soon, I'll have left all this behind. Da läuft also der Hase lang, oder wie sagt man so schön? Ja, Karte? Wo hast du hingelegt? Momentchen mal. Habe ich jetzt irgendwas aufgemacht? This must be the card to open the locker. Cool. What is all this? Der Spezialraum. Irene? I found a secret elevator. I think Dad keeps the medicine in the basement. Ich hoffe, dadurch kann man in den Panikraum kommen, dass ich da die Medikamente finde und automatisch dann. Hello? Anybody there? Bist du wohl ruhig? Oh. Ja, der Mensch wird mir immer sympathischer. Nicht. Verabscheue. Wirklich. Hier versuch. Definitiv dir versuche. Was? Und auch noch Menschenversuche oder was? Was steht da? Achso. Moment. Dennis Francis Burton, verstorben. Der Proband reagierte negativ auf die Präparate. Die Komponente RM5 von Coast Labs scheint ein schlechter Ersatz für Benzothyazin zu sein. Sie führt zu temporären Nervenentzündungen und stundenlangen starken Schmerzen. Außerdem wirkt sie sich negativ auf die Myelinproduktion aus. Den Probanden ging es zu schlecht, um eine Fortführung der Tests zu verantworten. Ich habe ihm eine tödliche Dosis Neosaxitocin injiziert und ihn in den Hudson geworfen. Warte mal. Ach so, das ist ja noch nicht mal der gewesen, der da lag. Das ist dieser... Okay. Durchtrennte seinen... Oh. Ja, herrlich. Durchtrennte seinen Rückenmark. Person 3. Keinerlei Fortschritte. Die lebt aber noch, oder? Ah nee, die ist auch verstorben. Person 4.
Pulsader-Aufschnitt. Person 5, keine Fortschritte. Person 6. Person. Was sind das für ein Fleck? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entschuldigung, wenn ich zu schnell. 13. Ihr müsst Pause machen, wenn ihr das lesen wollt. 14. 14 Menschen. Bäh. Hat die Tätowierung irgendwas zu sagen? Ich glaube, irgendwas mit der Firma, ne? Ja, Bliss Wiseman war doch auf jeden Fall auf der Liste gerade mit drauf. Ups. Entschuldigung. So, Probandin stammt aus den Slums. Unterernährung, Geschlechtskrankheiten. Keine geeignete Testperson. Ich habe ihr eine Kochsalzinfusion gelegt und hoffe, dass sie wieder zu Kräften kommt. Sollte sich ihr Zustand positiv entwickeln, werde ich mit den Injektionen beginnen wahrscheinlich. Widerstandskraft verblüffend. Zustand verbesserte sich. So, die Leukodystrophie scheint unter Kontrolle. Sie ist aber nicht in Remission. Richtiger Weg. Ging die Krankheit komplett zurück. Verstarb 3 Tage später infolge von Stress, dauerhaften Schmerz und Nährstoffmangel. Alles deutet darauf hin, dass ich endlich ein Heilmittel für meine Tochter gefunden habe. Ja, aber nicht das, wenn die 3 Tage später starb. Warte mal, kommen wir hier raus? Nee, leider nicht. Oh, sag bloß, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ja, das verkürzt sich definitiv für euch. Sollte sich noch irgendwas Spannendes zeigen, dann zeige ich es euch. Kann ich die Tür wieder zumachen? Dankeschön. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich denen den Weg zu den, ja, Heilmittel überlasse. Nee, nee, nee. So, jetzt lass ich mal überlegen. Wir kommen jetzt hier raus. Dann gehen wir geradeaus durch. Und dann gehen wir hier lang. Ich hoffe, das klappt. Und ich hoffe, die eine bleibt definitiv oben. Don't scream, kid. Listen carefully and everything will be okay. I can help you. I'm not here to steal anything from you. Looking for my daughter. Oh nein! She disappeared 3 weeks ago. She was seen getting into a car with your father. I just want to know what's happened to her, kid. Tell me the truth, and I'll help you. Do you know anything? Danach sind wir tot, wirklich. Oh nein. Warum hat der Saftsack das gemacht? Entschuldigung, warum? I found this. Sorry. No. Psst. No. What? Mike. What's going on there? I'm sorry. Was? Your father worked secretly to save your sister. Very emotional. But Dad hasn't told us how he found the cure. Nee, durch viele hässliche Experimente. He knew how to find the cure, but his company didn't want to help him. So, Dad kidnapped people with the same disease as Irene and experimented on them. He did terrible things to them. And when they were so destroyed that they were of no use to him anymore, he killed them and got rid of their bodies. Do you know what playing an instrument and killing have in common? Doing it well. Takes a lot of practice. Paul? Is it true? Honey, you didn't know.
But you suspected it. All those days Paul came here after work, all those nights you spent alone with the children, you couldn't help thinking about it, could you? Like a song that gets stuck in your head. You can't get rid of it. You chose to ignore it. Wake up, honey. Wake up. Poor thing. You fell asleep during the movie. But turns out the remote for opening the panic room was hidden in the car keys. And there we were looking everywhere for it. Oh man. Wie dumm. Dennis. Dennis Francis Burton. It took me a few days to remember my name in the hospital. I was in prison for weeks in that laboratory. The things you did to me. Do you remember the night I almost escaped? I'd lost so much weight, I slipped out of my shackles. With what little strength I had, I ran to the elevator and took it up. That drained all my energy. Where? Achso, wir spielen jetzt ihn. I need to get to the elevator before he comes back. The elevator has to be around here. Das ist interessant gemacht, dass wir quasi seine Erinnerungen jetzt ausspielen. Aber wir können es ja jetzt im Endeffekt nicht ändern. Wir erleben es nur durch ihn. I wasn't able to make it to the front door of the house. I was so drugged up, I couldn't find my bearings. Hier ist die normale Tür, ne? Können wir auch hier raus? Oder wir irren gerade umher, bis er dann wieder hier reinkommt. Ach doch. Achso, ich kann mich aussneaken. Dennis. Dennis, where are you? No, no. No. If I try to get away, he'll catch me. I have to hide. Du musst dich verstecken. Ja, dann hier. Das Spiel lässt einen gar nicht verstecken. Okay. Kann ich ins Bad? Nein. Das vom Anfang. I just wanted to die. But you couldn't even do that right. Dennis, remember, we need the cure. The boss needs the cure. It was him who told me all about you and gave me the chance to thank you for your care. But first, I need the password for the laboratory. I'll get him talking. No. You mean well. But you're a savage with no self-restraint.
Ich will ja nicht sagen, dass wir sie haben. I've got a much better idea. He needs his family, but we don't. No, 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 please! Ja, gut. We're not playing games, sweetie. I'd say the lab password is an awfully cheap price to pay for her life. Isn't it? I know it! Hab ich das gerade gesagt? You're not trying to trick me, right? The password is 4891. Stimmt sogar. Hilarious. Kid loves mommy more than daddy does. Stay here and watch them. I'll see if what they say about the lab is true. Prepare the program. Come on, little girl. You're coming with me. You all make me sick. Ashley, come here. It was supposed to be an easy job. The sooner we finish, the better. Die hat echt die Schnauze voll. Ich glaube, der dreht gleich durch. Das ist einfach so bitter. Vor allen Dingen, es kann doch nicht wirken. Wenn man danach tot ist. Monster. While celebrating the results of the tests, she suffered a cardiac arrest. No, I decided not to revive her. It was the best for her. I will hide her body along with the others. Mike, do as you please. I'm sorry. I'm sorry. My daughter was dying. I had no choice. Och, Junge. You are a Barrett. You have to understand. Du hast seine Tochter umgebracht. Ja, wir müssen das ja nicht unbedingt mit ansehen, ne? War da noch jemand? Ich weiß es nicht. Keys and go through the garage door. It's the only way to escape. Take the tablet. That data is your sister's salvation. Wo sind die Autoschlüssel? Nicht hier, oder? This is all the data from Dad's research. Ach da. I can't let them take it. Hurry and get out of here. Auto, Auto, Auto. Falsche Seite? Hä? Ich sollte nicht fahren? Was wollt ihr denn sagen? Ernsthaft, ich soll zur Haupteingangstür? Nimm das Auto, um zu fliehen. Ja, würde ich ja gerne. Jetzt wurde doch ein Punkt angezeigt. Ihr seid zu mir. Was? Können wir sie mitnehmen? Man hätte eventuell vorher das Tor aufmachen sollen. Ben, open the door! Ben! Help me! Run, Irene!
Oh nein, jetzt haben wir noch alle Sachen hier. I'll be back to get you. Ja. War nicht ganz so erfolgreich, ne? Man hat total das Gefühl verloren. Eigentlich war es die ganze Zeit dunkel, ne? Wir hatten eigentlich die ganze Zeit Nacht. Heißt, wir sind, Achso, ich muss mich ja ducken. Heißt, wir sind... Fucking Woods. Where'd that damn girl go? Oh. There you are, you little oh God. Bunny. I hope Irene is okay. Kam von links. Wir können aber nur dem Weg folgen. Kann er die Kleine nicht einfach in Ruhe lassen? Ich sag mal, die kann am wenigsten dafür. Oha. Der hat's aber wirklich vor. Lauf! Ich kann nicht mehr laufen. Doch, jetzt wieder. Ist du wohl meine Schwester? Nein. I won't turn into someone worse than him. We have to turn ourselves in. There's no other way out. Nun gut, hat sich dieses Problem von alleine erledigt. Kann ich überhaupt nach unten gucken? Ganz schwergängig. Sind wir eigentlich noch in der Nähe vom Haus oder fahren die jetzt gerade auf der Straße einfach vorbei? Hi Paul. I don't know if you can hear me or not. You never really believed in these things and I stopped believing gradually as I grew up. I wish I had the faith I used to have. I need to believe that someone can be cleansed of the sins they committed in life. Paul, what we did was wrong. You wanted to save Irene. She was always your favorite. Everyone knew it. So much so that in saving her, you lost your ethics, your civility, your soul. You kidnapped and murdered innocent people, Paul. But I can't blame you, because you did it to save her.
It was my fault. You couldn't accept the prospect of Irene's death, but I could. When you told me Chrysalis wasn't going to finance your research, I saw her dead in a white hospital stretcher, so young. And it hurt me, Paul. More than you can imagine. Then you told me you had a plan, but couldn't tell me what it was. Warum wohl? You offered me peace of mind in exchange for not getting involved. I shouldn't have accepted. I should have let her die, rather than see you turn into a murderer. Now it's too late. You're not with me anymore. Your daughter will grow up hating the father who saved her, and your son? I don't know which of them we hurt more. If only you'd at least regretted it, Paul. Okay, wow. Also, es ist ein kleines, aber feines, interessantes Spiel, würde ich mal sagen. Von der Geschichte her hat man am Anfang auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass er die Medikamente da selber zusammen geforscht und zusammen gepanscht hat. Und vor allen Dingen, was ja noch viel schlimmer ist, dass er halt die Experimente an Tieren und an Menschen da vor Ort gemacht hat, um seine Tochter zu retten. Klar, die Liebe zu seinen Kindern ist natürlich immer sehr stark, aber dafür so viel Leid zu erzeugen, ist einfach nicht richtig in dem Fall. Aber wir reden hier zum Glück über ein Spiel und ja, was soll ich eigentlich noch mehr sagen? Wie hat euch das Spiel so gefallen? Schreibt es mal in die Kommentare, ich würde mich selber eure Meinung freuen. Ich finde, es ist immer zwischendurch so ein bisschen erfrischend, mal so ein kleines Spiel dazwischen zu packen, wo die Geschichte jetzt nicht ganz so lang ist wie bei anderen Spielen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bei einem nächsten Projekt wieder auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.